Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort, diesmal mit dabei Emmy. Hallo. Hey, hier ist ein Apfel. Oh, und da ist ein Keks. Oh, Keks, lecker Keks. Kekse. Kekse, ich liebe Kekse. So, Adventskalender. Adventskalender. Was? Hopp, 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 hopp. Aufi, aufi, aufi. Oh, ich sehe schöner Mod. Ich sehe schöner Ausmod nicht an. Mal wieder. Das ist ja echt schon Standard, ne, dass ich die aus hab. So. Wieso ist die ruckelt schöner? Aber auch, muss ich sagen, wenn man baut, dann ruckelt die. Hä, wie ist die schöne Ausmod, oder? Na, die, bei dir ist die ja an. Die da so dieses Laub und so noch besser macht und dieses Gras und so. Das meine ich. Das ist nämlich, wenn man relativ schnell Sachen baut, gerade mit Bäumen und wow, so Zeug, dann ist das schwierig. Heute ist der 22. 21, 18, gut. Da sind Gemälde drin. Ne, Rahmen. Rahmen. Zwei Pilzsuppen, zwei Äpfel und ein Buch. Ein Buch. Oh, nein, nein, ich hab dir meine Pecunias hingeworfen. Könntest du mir die zurückgeben? Dankeschön. So, los geht's. Nehme diesen Rahmen und platziere sie an die Wände in der unteren Etage heißt das. Etage. Okay, dann gib mir mal ein paar Rahmen. Das können wir jetzt ja super gut zu zweit machen. Wie viele willst du? Ja, gib mir mal ordentlich welche. Also an jeder Wand. So, okay. Das reicht ja in der unteren Etage, ne? Also unten. Nicht überall. Hier. Genau. Also an den weißen Wänden, die hier so stehen, die hier. Okay. Ne? Einfach dran machen. Huch. Na, schon was falsch gemacht? Ja. Das kennt man ja von mir. Ist ja nichts Neues. Ich bin schon gespannt, was das wird. Ja, jetzt müsste man ja auch schon tatsächlich erkennen können, was es wird. Ein Rathaus? Letztendlich. Aber wirklich verraten wird das erst morgen. Wieso? Weil dann die Auflösung kommt, was das ist. Aber du weißt schon, morgen ist erst der 23. Ja, aber wir müssen das ja schon morgen verraten, denn für den 24. haben wir ja noch was ganz Besonderes. Hört ihr was ganz Besonderes? Genau. So, Es sind ganz schön viele Wände. Wieso eigentlich so viele? Na, weil man die braucht. Hier arbeite ich übrigens. Ja. Sind wir doch bald fertig, oder? Auf der Rückseite auch? Ja, hast du nur mal die Vorderseite gemacht? Ja. Aha. Ich habe auch keinen mehr. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals, der nervt mich schon den ganzen Tag. Ich weiß. Ich gehe mal bei der zweiten Etage. Was auch da so Wände? Ja. Und hier oben sieht's voll schön aus. Wird es hier noch höher? Hast du noch Rahmen? Nein. Wie nein? Hier fehlt ja. Doch, ich habe noch ein Stack. Ja, okay, bring mir den mal. Ich kann sagen, hier fehlt ja voll viel. Also, dass der Weihnachtsmann sich mal verzählt. Okay, aber so viel. Dankeschön. Komisch. Ich habe die nicht gesehen. Ja, sowas passiert manchmal. Ja, ich brauche wohl eine Brille. Ja, wahrscheinlich.
Kommt hier noch eine, wenn, also noch eine Etage hoch oder bleibt das? Nein, hier das so? Bleibt jetzt so. Mit einem riesen Balkon. Da ist noch ein bisschen was anderes mit geplant, aber das erst in Zukunft. So, letzten Rahmen rangepackt, alle Wände müssten voll sein. Jawohl, passt. Super. Nein. Wie, nein? Ich glaube, irgendwo fehlt ein Rahmen. Oh ja, da fehlt einer. Hier, guck mal, hier. Da fehlt einer. Der hing da. Der hing da. Echt? Ja. Ja, okay. Der ist wohl ein bisschen abhanden gekommen. Okay. So, wohin? Jetzt gehen wir ins Lager erstmal schnell Knochenmehl holen. Dann flitzen wir zur Baumfarm und machen Holz. Holz bis zum Umfallen. Ich bin schon dabei. Denn wir brauchen ordentlich Pecunias. Jetzt, für den nächsten Part. Ja. Darf ich sagen, wieso? Oder eher ja, nicht. Du darfst sagen, warum. Weil wir machen in unser Wohnzimmer einen Tannenbaum. Genau. So, ich habe Knochen dabei. Hier kannst du auch einen Stack haben. Yay. Und dann würde ich sagen, ich brauche eine Axt haben wir da. Das ist alles da. Ach stimmt, in der Truhe. Genau. Ich kann nicht laufen. Willst du aus dem Adventskalender eigentlich noch einen Apfel? Nee, aber du hast das Buch schon wieder in der Tasche, sehe ich gerade. Ups. Ja, das andere, ich glaube vom dritten oder vierten Türchen, ist auch noch in deinem Zimmer. Ups. Mhm, ups. Ich kann den nach der Aufnahme ja wegpacken. Mhm. So, ach, im Übrigen habe ich jetzt mal getestet, woran das liegen könnte, dass unsere Tiere, Rahmen und so weiter mal unsichtbar werden. Ja, ich muss sagen, ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe den RAM erhöht für den Server hier. Ich habe alle Mods runtergeschmissen. Ich habe das Ganze dann im Singleplayer ausprobiert, ohne Mods, ohne irgendwas, also kein Optifine, kein gar nichts. Lediglich Forge drauf, also Forge ist das Einzige, was es noch auslösen könnte, theoretisch. Also es ist trotzdem so, diese Fehler bestehen trotzdem, dass Rahmen und auch Tiere, warum wachsen die nicht hier? Warum kann ich unsichtbar keine... Warum bleiben. Kann ich das nicht machen? Ups. Du musst erst Knochenmehl machen. Oh. Guten Morgen. Ich mache hier mal den Schnee weg und in der Hoffnung, dass dann die Bäume ja wieder wachsen. Die scheinen irgendwie mit Schnee umzu nicht zu wachsen, die Tropenbäume. Alle anderen Bäume kein Problem, weil die Tropen haben da wohl anscheinend ein Problem mit und die hier wohl auch. Da müssen wir das wegmachen, nützt ja nichts. Ich dachte schon, hä, wieso wachsen die müssen wir die hier nicht? immer streuen, Salz streuen. Nee, das geht noch nicht. Wieso geht das nicht? Also die Schwarzeichen gehen, aber die anderen... Warum wächst du denn nicht? Hoppla, jetzt hat sie überkruckelt. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm, wahrscheinlich. Hä? Hm. Das finde ich ja merkwürdig, dass die so gar nicht wachsen. Und die hier hinten auch nicht. Ja, dann lass das mal. Nicht so viel Knochenmehl verballern, bitte. Mach da einfach umzu mal den Schnee weg. Gerade so einmal umzu den Schnee weg, dann wachsen zumindest die Tropenbäume. Und die anderen, da ist nicht so schlimm. Dass die nicht wachsen, finde ich merkwürdig. So. Ah, jetzt ist der auch gewachsen. Siehst du? Das ist ja schon ein bisschen doof, aber da müssen wir hier einfach den Schnee so ein bisschen weglassen von den Bäumen hier. Warum bekomme ich eigentlich keinen Schnee dann? Bitte? Zurück. Ich bekomme keinen Schnee zurück.
Nee, das ist nur, wenn du Schaufel machst. Warum wächst denn der hier nicht? Das verstehe ich nicht ganz. Hat der hier noch irgendwelche Probleme? Nee, normal. Hm. Egal. So, du wächst auch. Wunderbar. Ups. Ich hau ganze Zeit die Setzlinge weg. Ja, das ist schlecht. Hab ich auch gemerkt. Ah, hier ist noch Gras. Da habe ich jetzt gerade Gras hingemacht. Dann wachsen die natürlich auch nicht. Eigentlich habe ich ja eine Schaufel dabei. Ich kann noch mal den Schnee hier wegschaufeln. Das geht doch um ein... Niges, viel zu schnell. Oh Mann. Jetzt ist hier ein Loch. Ich sehe hier zumindest ein Loch. Da ist kein Loch, ne? Oder? Bist du? Nein, da ist kein Loch. Habe ich mir gedacht. Bin ich drinne bei dir? Ja. Huch. Wie macht man eigentlich so eine Schneedecke? So? So? So macht oh, ich komme nicht mehr raus. Blöcke macht man so. Und so macht man dann so Schneedecke? Nö, wie geht denn das? Weißt du, wie man Schnee macht? So diesen hier? Nee, ne? Nee. Wenn du mir helfen würdest, wäre das klar. Wo bist du denn? Ah, eingewachsen? Ah, wie cool. Das ist doch gar nicht lustig. Doch, das ist lustig. Doch, das ist richtig lustig. Ich hole mir jetzt eine Axt. Warum wächst du nicht? Was hast du hier für Probleme? Wahrscheinlich diese Blöcke hier mit dem Schnee drauf. Ne? Ja, sag ich doch. Okay. So, dann legen wir mal los. Meiner will auch nicht wachsen. Nein, nicht schon wieder. Hast du keine Axt bei? Nein. Ui, das hat geruckelt. Es wundert mich eigentlich, dass das ruckelt. Ich habe den RAM erhöht gestern extra. Hilf mir. Wo bist denn du? Hier. Ich muss mal eben schauen. Hauptsache. Also irgendwas stimmt hier doch auf dem Dings nicht. Also irgendwie ist das sehr, sehr merkwürdig hier gerade. Hab mich wieder selbst rausgefangen. Ja, ich bin gerade bei, aber... also war gerade auf dem Weg zu dir, aber irgendwie... Ist das momentan sehr, sehr komisch hier. Ich habe aber auch ein paar Einstellungen geändert in Optifine in der Hoffnung, dass sich da was ändert. Und das scheint sich geändert zu haben, aber nicht wirklich ins Positive. Ah, also dies und das und jenes. Ich muss da nachher nochmal nachgucken. Ich habe nur noch 2 Knochen Mehl. Ja. Okay. Danach hack ich. Lass mir auch Bäume über. Zum Hacken. Ja, dann hack doch. Du kannst doch jederzeit hacken. Hast du noch Tropenbaumsetzlinge? Fichten. Nur und Fichten? Ein Tropen. Echt, haben die so wenig wiedergegeben hier. Da ist mal noch einer bei. So, das. Wo sind denn Dings? Äxte? In der Brücke. Also unter der Brücke in der Truhe sind noch Äxte. Hm. So. Das. Und das. Und das. Und das. Was machst du für komische Geräusche? Mit dem Mund? Mhm. Ja, ich hoffe mit dem Mund. Das ist doch eigentlich voll einfach. So. Ich habe richtig viele Tropen. Ja, dann pflanz die mal wieder an, bitte. 5 Stück habe ich. 4. Ich habe 5. So. So, jetzt muss ich 3. Oh, ich habe noch Gehirne im Rucksack. Iiii. Leck.
Lecker. Nicht essen. Gehirne. Nein, tue ich auch nicht essen. Ich mag keine Gehirne essen. Ich auch nicht. Bäh. Pfui. Oh, meine Axt ist kaputt. Ja, meine auch. Oh, das war auch die letzte. Da muss ich mir eine neue holen. Wie lange machen wir das jetzt? Noch einen Augenblick. Also wir brauchen ja schon ein paar Pecunias, ne? Hä? Ich habe über 4 Stacks. Pecunias? Ja. Was? Nein, Schatz. Du meinst Holz? Ja. Ja, das reicht ja lange nicht. Sollen wir auch die Birken? Ja, alles ruhig abholzen. Ich mache jetzt erstmal nur die großen Bäume, weil die halt am ergiebigsten sind. Wir können das auch machen, du machst Schwarzeiche, ich mach Trope, das geht auch. Ja, ich mach Schwarz. Weil da gibt es nämlich mehr Holz. Ja. Hier sind noch... Setzlinge. Gut. Ey, ich wollte dir einpflanzen. So, Trope habe ich da. So, jetzt muss ich nur einen abhacken. Und sie noch einmal anpflanzen. Und da jetzt fange ich an. Da kann ich kann einfach durch. Was? Es regnet. Es regnet? Ja. Nee. Holz. Achso. Hilfe. So, und oh, meine Axt ist wieder kaputt. Ja, das geht echt ruckzuck. Meine ist jetzt auch wieder kaputt. Das ist doch bescheuert. Einsammeln. So. Und wieder ab in den Rucksack. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte einen Enderfutz gehört. Aber das ist ja eigentlich unmöglich, oder? Ja, genau so ähnlich. Ich kann gut Geräusche machen. Mhm. Sammelt mich, liebe Regensachen. So, jetzt... Oha. Ist das von dir oder von mir? Was denn? Was meinst du denn? Das. Das ist von dir. Ich weiß nicht, was du meinst. Da oben in der Luft hängt noch Holz und... Das ist wahrscheinlich von den Tropen. Die hinterlassen da öfter mal was. So. Gas geben hier. Ich habe 8 Trope. Was? Es ist nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die Sache ja auch noch eintauschen. Ein Überpart, würde ich sagen. Ja. So können wir den ja nennen. Überpart? Ja. Nee, ich habe eigentlich schon einen Partner. Pflanzen. Nein. Sammeln. Oh, ich habe wieder keine Axt mehr. So eine Sauerei. Ah, ich weiß. Irgendwas mit den Hacken. Nein. Doch, ich weiß, so, dass du einmal eine Axt noch. Also 1-2 Minuten machen wir noch. Ich sag noch 1-2 Bäume. Gucken, wie voll mein Inventar ist. Du hast doch einen Rucksack. Ja, der ist ja auch schon fast voll. Was, meins ist noch nicht mehr fast voll? Ja, ich bin ja auch fleißig. Ich doch auch. Ich habe jetzt schon 4 Reihen hin und her gemacht. Mit Pflanzen. Mhm. Also ich bin fleißig. Ja. Ich bin fleißig. Nein! Jetzt habe ich dein Zeug eingesammelt. Ja, es macht ja nichts. Und ich krieg wieder Essen. Lecker Äpfel. So, so jetzt pflanze ich noch einmal und dann würde ich sagen, gehen wir das eintauschen. Ja. Ja, dann machen wir uns auf Richtung Oakville. Mit Esel oder ohne? Nee, können wir mitmachen, sind wir ja schneller. Ich habe auch Hunger. Ich habe 9 Äpfel. Oh, das ist doch gut. Nur noch 5. Ich habe nur noch 5 Äpfel. Nanana, nanana, nanana.
Ey, ich habe jetzt eine Minimap. Habe ich noch eine Axt? Der eine habe ich noch. Die Axt mache ich noch kaputt, die eine. Ja, du hast jetzt auch eine Minimap. Ist dir ja früh aufgefallen. Nicht schubsen. Ich sammle nur deine Sachen ein. Ja, das ist auch gut so. Sammel du mal ruhig ein. Dann holze ich nämlich hier die ganze Zeit ab. Denn ich habe voll das Inventar. Fast voll. Weiter, weiter, weiter. So, meine Axt ist hinüber. Hast du noch eine? Nee, ne? Nee, ich pflanze schnell ein. Nein, passt. Ich will so, ja, ich würde sagen, wie viel hast du? Wie viel Holz? Mach mal dein Inventar auf. Ja, das ist auch ein bisschen was. Gut, dann lass uns jetzt erstmal eintauschen gehen. Ja. Wir können uns eigentlich auch, könnten wir uns auch hin und her porten. Ach nee, ich habe in Oakville gar keinen Portpunkt. Nein, geht nicht. Müsstest du erstmal einen machen? Ja. Kannst du ja auch gleich. Bei dem Dings werde ich eigentlich nie fertig. Bei dem Campingplatz? Nee, das dauert alles noch. Wir können eigentlich auch hier jetzt den Part beenden. Wir gehen eben nach Oakville, tauschen das ein, kommen wieder zurück. Dann machen wir das einfach außerhalb der Aufnahme. Ich denke, das ist sowieso unspannend, wenn wir da irgendwie eintauschen gehen. Ja, das dauert doch eh lange. Genau. Würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.